Hi, ich bin Martin. Willkommen auf meinem Maker-Channel und zu einem weiteren 3 Minuten Donnerstag. Kam auch noch nicht so oft vor, dass ich 2 Videos in einem Tag hochgeladen habe. Vielleicht belohnt mich der YouTube-Algorithmus ja dafür. Wir beantworten heute eine Frage, die von meinen Patreons kommt. Also, Patreon werden lohnt sich. Link in der Beschreibung. Und zwar ist es auch eine Frage, die ich auf dem Kanal ziemlich oft höre. Wie ermittle ich denn den perfekten Fokuspunkt fürs Lasern? Das machen wir jetzt. 3 Minuten, Countdown los. Der Fokus liegt direkt zwischen diesen beiden Punkten, und zwar hier. Und jetzt messen wir diese Strecke von hier nach hier oben. Zack, zack. Wir haben jetzt also hier ein rechtwinkliges Dreieck liegen, dessen Hypotenuse hier die lange Seite 22 mm entspricht. 22 mm. Ich würde sagen, hier oben ist der Laserkopf. Hier ist die Linse drin. Und der Fokuspunkt des Lasers liegt direkt hier. Wenn ich den mal so leicht runtermale, ist das der Laser. So, und der sieht aus, ein bisschen übertrieben. Genau das hier ist der Fokuspunkt. Und wir haben diese Strecke jetzt bestimmt mit 22 mm. Wir haben hier einen Winkel Alpha. Und weil es ein rechtwinkliges Dreieck ist, haben wir den Winkel Alpha mit 45 Grad vorbestimmt. Das heißt, wir benutzen einfach Trigonometrie. Cosinus Alpha ist gleich Ankathete durch Hypotenuse. Eingesetzt, Cosinus 45, Hypotenuse rübergebracht, mal 22 mm gleich Ankathete. Es gibt die Ankathete, das ist in dem Fall vom Winkel betrachtet diese. Das ist ja letztendlich die Distanz von Laserkopf hier oben, von der Spitze bis auf die Platte. Und wenn wir das haben, dann haben wir den perfekten Fokuspunkt ermittelt. 45 Cosinus mal 22 ist 15,5, gerundet 15,6. Hier habe ich schon dran geschrieben und das ist jetzt die Distanz, unser perfekter Fokuspunkt. Ja, einfach und kompakt wie jeden Donnerstag. Wenn ihr dieses verschobene Sechseck haben möchtet, in der Link-Description geht es zu Thingiverse, da könnt ihr euch das runterladen, das ist eine Vektordatei, dann müsst ihr das nicht selbst konstruieren. Das gilt für jeden, nicht nur für meine Patreons. Wenn euch das Video gefallen hat, bewertet es bitte. Ihr könnt mir folgen, wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein möchtet. Vielen Dank an meine Patreons und du!